meine Lieben, und willkommen zurück auf meinem Kanal und aus einem sehr komischen Winkel, würde ich sagen. Wir machen heute das hier. Ich habe Acryldinger, sehr viele bestellt. Und ich habe hier meinen Schminktisch, meine Schublade. Das ist ein Teil meiner Schminksammlung. Das ist so ein Malm-Schminktisch. Und ich habe hier ja meinen Spiegel und so, und das sind so meine Skincare-Sachen und Pinsel und Gedöns und Lip Liner und sowas. Und ich habe ja hier drüben noch eine andere Kommode, wo auch nochmal zwei volle Schubladen voller Make-up sind. Und ich werde demnächst auch nochmal ein Schmink-Update drehen. Ein Make-up-Sammlungs-Update. Eine Make-up-Sammlung? Keine Ahnung. I don't know. Allerdings sieht diese Schublade wirklich wild aus und ich zeige euch das gleich. Problem ist, der Einsatz hier in dem Schminktisch, hier unten, da, der Einsatz, den muss ich wahrscheinlich nochmal komplett rausmachen und nochmal fest rein, weil irgendwas ist da rausgebrochen und ist schlecht. Ich habe nämlich panische Angst, dass mein Make-up runterfällt, weil teuer und ja, Babys und so. Und tatsächlich sind das alles meine Sachen, die ich sehr oft benutze. Also eher so im täglichen Gebrauch. Alles nicht täglich, weil ich habe viel zu viel Make-up, als dass ich das täglich verwenden könnte. Alles, aber das ist der Teil der Make-up-Sammlung, den ich öfter verwende. Oder neu teste. You know? Auf jeden Fall dachte ich, ich nehme euch dabei mal mit. Und ja. Wir werden mal sehen, wie ich das bildlich festhalten kann, keine Ahnung. Kleiner Disclaimer, ich bin schon wieder krank und ich weiß nicht, ob meine Stimme jetzt gerade geht's, glaube ich. Aber es kann sein, dass ich gleich wieder komplett heiser werde und eben keine Stimme mehr habe. Das ist seit dem Wochenende, seit Donnerstag letzte Woche, heute ist Montag. Also, wir sprechen nicht drüber. Ich wollte euch nur sagen, falls es irgendwie so kommt, dass es euch irgendwie auffällt oder so. Ich sehe, by the way, auch so ein bisschen komisch und heute sehr fertig aus. Ich hatte 8 Stunden Arbeit, war danach mit meinem Hund laufen, habe dann noch Haushalt gemacht und jetzt filme ich das Video. Jetzt ist es gerade kurz vor 9 Uhr und ich bin seit um 5:30 wach. Dementsprechend sehe ich so aus. Und das Make-up habe ich auch schon seit um 6 drauf, also dementsprechend kommen wir heute nicht mehr ganz so nah zusammen. Genau. Dementsprechend, ja. Achso, und wenn ihr dachtet, dass mein Alltags-Make-up in dieser Tasche ist, welche, by the way, das Love Bundle von Kati ist, und Link findet ihr in der Infobox. Denkt an den Code Love Bundle für 35% Rabatt und so. Nee, das hier. Das alles ist mein Alltags-Make-up. Wir sprechen nicht drüber, okay? Das bleibt unter uns. Oh je. Und ich kriege jetzt schon Mental Breakdown, weil Aufräumen ist nicht so ganz mein Ding. Ich bin niemand, der gerne aufräumt, und ich bin auch eigentlich jemand, der sehr, 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 sehr lange wartet, bis er aufräumt. Allerdings hat so dieser Ordnungsfimmel von meinem Freund. Mein Freund ist, ich nenne es immer, sehr monkig. Er möchte, dass alles clean ist, und das finde ich auch super so. Und ich habe mir das tatsächlich auch schon etwas mehr angeeignet. Und gerade, weil ich ja hier auch Videos drehe, mag ich ja auch einen schöneren Hintergrund haben. Deswegen habe ich auch diesen Spiegel. Warte, ich hole euch mal ein Stück hoch. Aus diesem Grund habe ich ja auch diesen Spiegel und so ein bisschen verschönert. Dementsprechend muss das natürlich auch in meiner Schminksammlung so aussehen. Die anderen beiden Schubladen werden wir heute nicht machen, weil die sind relativ ordentlich, aber das Ding ist eine reinste Katastrophe und dementsprechend gehen wir da jetzt rein. Ich zeige euch die Schublade im Vorher und dann werfen wir mal alle Produkte hier so auf den Boden. Wir legen sie ganz vorsichtig, weil sie gehen sonst kaputt. Und das ist sehr, 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 sehr viel Geld, von was ich da investiert habe, dementsprechend langsam. Und dann werden wir diese Acryldinger, by the way, habe ich die auch von Amazon bestellt. Ich packe euch gerne einen Link unten rein. Alles unbezahlte Werbung, by the way. Ich habe keine Kooperation mit Amazon oder irgendwas. I wish. Amazon hit me up. Aber ja, wir werden mal gucken. Es sind tatsächlich auch, glaube ich, keine, die perfekt zu diesem Malm-Ding passen, aber I don't care, to be honest.
was nicht passt, wird passend gemacht oder so. Ich zeige euch jetzt die Schublade und dann räumen wir mal zusammen die ganzen Sachen raus und ordnen das mal neu. Das hier ist ein reinstes Chaos. Ein wirkliches reinstes Chaos. Die Schublade geht natürlich nicht ganz raus, aber das sind wirklich alles Produkte, die ich fast täglich benutze. Da unten ist ein bisschen Kabelsalat, aber das sind die Sachen, die ich wirklich auch brauche für Videos und so, für das Ringlicht, was ihr hier hinten seht und so. Dementsprechend bleibt das jetzt auch einfach so. Da sind auch Sachen dabei, die ich für euch im nächsten Video teste. Dementsprechend kleiner Spoiler. Und auch Produkte, die ich euch schon längst gezeigt habe und die ich halt oft benutze, wie zum Beispiel diesen Kaya Bronzer und so. Dementsprechend räumen wir das jetzt einfach mal raus, aber ich wollte euch mal das vorher zeigen. Also, so sieht das gesamte Vorher aus. Und ihr seht, es ist echt, also es ist eine Katastrophe. Das geht da hinten auch noch weiter. Das sind tatsächlich alles die Sachen, die ich, wie gesagt, öfters benutze. Und das räumen wir jetzt mal zusammen raus. Wie gesagt, ich filme das gerade alleine und es ist etwas schwierig, aus diesem Winkel zu filmen. Dementsprechend, sorry, aber wir werden das schon irgendwie hinkriegen, I guess. Ja, und wir schaffen jetzt diese gesamten Sachen raus. Wie gesagt, zu der Palette kommt noch ein Video. Zu dieser Limited Edition kommt noch ein Video. Aber erstmal wird das hier aufgeräumt, weil das war mir heute ein Anliegen. Alles, was da drinne so rumliegt und rumchillt, alles raustun und das mal so ein bisschen ordnen auch. Ich dachte, ich nehme euch mit, weil das Ganze eigentlich ganz interessant ist, finde ich. Ich liebe solche Videos. Und ich habe wirklich immens viel Make-up. Oh mein Gott, ey, wirklich. Ich werde die Tage auch mal aussortieren, also falls euch das interessiert. Ich habe hier schon eine gesamte Kiste nur mit Lidschatten und einem Bronzer und sowas, die ich aussortiert habe, falls ihr irgendwie was kaufen wollt. Oder ich verkaufe teilweise was. Ich packe vielleicht auch was mal mit in eine Verlosung, aber das sind halt Sachen, die ich schon benutzt habe. Also schreibt mir mal, falls ihr Interesse dazu habt oder so, dass ich euch mal die Kiste zeige, zum Beispiel diese Stoned Vibes Palette von Urban Decay, die benutze ich halt einfach nie. I think I've fallen for you. And I don't know why, I don't know why. You love that summer rain in mid-July, mid-July. My last name fits you better. When I'm with you, there's no pressure. Ich habe jetzt alle Produkte rausgeräumt. Und ich werde das jetzt erstmal ganz kurz etwas sauber machen. Und dann werde ich das Ganze neu bestücken mit diesen Acryl-Dingern hier. Mal gucken, wie das wird. And you know that just ain't easy for me. Oh baby, won't you come to my town last time around. So, ich bestücke das Ganze mal jetzt mit den Acrylboxen. Ich habe hier so verschiedene Größen, einmal etwas kleiner, einmal so wirklich ganz klein und schmal, bei dem weiß ich noch nicht, was ich genau mache. Dann etwas länglichere, wo ich denke, dass da die Puder und so ganz gut reinpassen würden. Also so Bronzer und Blush und Highlighter und sowas. In die könnten so Liquid-Sachen wie zum Beispiel Foundation oder Liquid Blushes, Concealer und sowas reinpassen. Und in diese größeren, ich habe hier noch so etwas größere, da könnten zum Beispiel Lidschattenpaletten oder sowas oder Face Palettes reinpassen. Dementsprechend mal gucken, wie ich das Ganze organisiere. Ich werde jetzt mal so ein bisschen was probieren. Also wie ihr seht, das Ganze passt hier nicht ganz rein. Ich habe dann hier noch so ein Stückchen, so ein Spalt
Und sobald den ich da frei habe, so einen Finger bereit. Also, ja, mal gucken, wie ich das Ganze mache. Ich muss mal schauen, wie ich das jetzt so organisiere. I know that you've been through a whole lot, but I have too. So baby, when you're missing me and it feels right, and I'm in your dreams like every night, I don't know why you won't give me another chance. With all our years in an hourglass, yeah. I think I've fallen for you, and I don't know why. I don't know why. You love that summer rain in mid-July, mid-July. I think that we're overdue, you and I. I know that we'll make it through. Telling you why, telling you why. I think I've fallen for you, and I don't know why, I don't know why. You love that summer rain in mid-July, July. I think that we're overdue, you and I, you and I know that we'll make it through, telling you why, telling you why. Falling for you, and I don't know why, I don't know why. You love that summer rain in mid-July, mid-July. My last name fits you better when I'm with you, there's no pressure. I miss your worn-out sweaters. Weather couldn't compromise our love. I spent too much time on us, and I think you got me stuck on loving. You can't function. I gotta tell you all my secrets, and you know that just ain't easy for me. Oh, baby, won't you come to my town? Last time around, you ain't come to my house. Stay for a while, meet my mama and my family. We'll see, let's see. I think I've fallen for you, and I don't know why, I don't know why. You love that summer rain in mid-July, July. I think that we're overdue, you and I, you and I know that we'll make it through, telling you why, telling you why. Yeah, summer rain on your tattoo, I know that nobody has you. So is it me you're running back to? I'm not ashamed to say I'm attached to you. Oh no, no, no. Remember those days when we sang those songs in your old Mustang that your parents bought, when they split ways and you felt alone. So you have a couple people trying to make up for your broke heart, looking for love, and I think that I'm a good start. I know that you've been through a whole lot, but I have too. So baby, when you're missing me and it feels right, and I'm in your dreams like every night, I don't know why you won't give me another chance. With all our years in an hourglass, yeah. I think I've fallen for you, and I don't know why, I don't know why. You love that summer rain in mid-July, mid-July. I think that we're overdue, you and I,
I've fallen for you. And I don't know why, I don't know why. You love that summer ride. Ich habe das so ein bisschen unterteilt. Hier sind meine Face Palettes, da sind so ein bisschen Lidschattenmäßig. Und auch nochmal Paletten und so. Lidschatten, hier sind meine liebsten Bronzer, meine Art Deco-Produkte und dieses eine Puder von Bare Minerals. Da sind meine Blushes, da sind so Foundation, die ich, leichtere Foundations, die ich gerne benutze. Noch mehr Foundations, die ich gerne benutze. Noch mehr Foundations, die ich gerne benutze. Cream Bronzer, da sind so Under Eye Brightener. Hier sind Cream Stick Blush Dinger. Hier sind eher Puder. Da sind meine gesamten Highlighter, weil die irgendwie nicht mehr reingepasst haben. Ha. Das sind noch Concealer. Da sind Concealer. Hier sind noch meine Bayana Beauty Sachen. Hier sind so ein paar Drogerie-Alternativen zu Blushes und so. Genau. Das sind so erstmal die Sachen, die ich jetzt eingeräumt habe. Sieht doch schon weitaus besser aus als vorher, oder? Ich hoffe, das Video hat euch auch gefallen. Das war mal ein bisschen anders, komplett anders irgendwie. Ich hoffe, es ist nicht viel zu lang geworden. Ich bin auf jeden Fall sehr, sehr zufrieden mit dem, wie es jetzt aussieht. Ich habe euch das ja jetzt gerade gezeigt. Wie gesagt, es ist einfach organisierter. Ich weiß jetzt, wo meine Sachen hinkommen und schmeiß sie einfach nicht mehr die ganze Zeit hin und her. Und ja, das geht auch jetzt wieder gut zu. Das geht jetzt auch mittlerweile wieder gut zu und ich muss nicht die ganze Zeit Sorge haben, dass irgendwie was runterfällt oder so. Genau, deswegen, ich habe definitiv zu viel Make-up, aber ich mache ja auch Videos und so. Das ist natürlich die beste Ausrede, die man haben kann. Aber ja, ich liebe Make-up über alles. Eine Schminksammlung drehe ich euch gerne, gerne mal ab. Und ansonsten würde ich sagen, falls euch das Video gefallen hat, gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben. Falls ich irgendwas bei der Schminksammlung von der Perspektive vielleicht besser machen kann, schreibt es mir gerne in die Kommentare. Ansonsten wünsche ich euch noch einen wunderschönen Tag. Abonniert den Kanal, falls ihr keine Videos mehr verpassen wollt. Gebt dem Video einen Daumen nach oben, falls es euch gefallen hat. Und schaut bei meinen Social Media Seiten vorbei für keine Reels und so weiter, die ihr mehr verpassen wollt. Abonniert die Glocke, damit ihr keine Uploads mehr verpasst. Und dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund. Tschüss.